Herzlich willkommen zum dritten Teil des Videos über die Entstehung des Spannungsdehnungsdiagramms. Das technische Spannungsdehnungsdiagramm haben wir zuvor an zwei Beispielen erläutert. Wenn man jedoch überlegt, ob dies richtig ist, fällt auf, dass dort etwas nicht stimmen kann. Wenn doch, wie zuvor erläutert, die Spannung gleich der Kraft geteilt durch die Ausgangsfläche ist, jedoch sich die Fläche mit Beginn der Einschnürung verringert, wie kann dann die Spannung bei kleiner werdenden Nenner sinken? Betrachten wir folgendes Szenario. Die Kraft ist eine physikalische, tatsächlich wirkende Kraft, die bedingt durch die gleichmäßige Dehnung im Zugversuch immer weiter ansteigt. Mit Beginn der Einschnürung wird die Querschnittsfläche im Laufe des Zugversuches immer kleiner und somit werden die wahren Spannungen, die wirklich in der Zugprobe wirken, immer größer. Der Spannungsdehnungsverlauf würde demnach nicht sinkend, sondern steigend gezeichnet werden müssen, da der Nenner im Bruch mit zunehmender Kraft und abnehmendem Querschnitt eine immer größer werdende Spannung zur Folge hat. Das heißt, die Nennspannung, die wir zuvor immer betrachtet haben, stimmt eigentlich nicht. Warum nutzt man diesen trotzdem in der Anwendung und nicht den realen Spannungsdehnungsverlauf? Meistens ist nur der Anfang der Spannungsdehnungskurve aus dem Zugversuch besonders wichtig, weil zum Beispiel der Übergang von der elastischen zur plastischen Verformung für Konstruktionen als Kennwert RE oder RP0,2 bekannt sein muss. Hier sind Nennspannungen, also die Kraft bezogen auf die Ausgangsfläche S0, in der Anwendung einfacher zu handhaben. So kann die Zugfestigkeit als Maximum der Spannungsdehnungskurve auch sehr einfach abgelesen werden. Allerdings werden beispielsweise in der sogenannten Umformtechnik, wenn es um ganz hohe plastische Verformungen geht, wie es beim Strangpressen oder Schmieden der Fall ist, die wahren Spannungen für Berechnungen verwendet. Wenn man also von Spannungen spricht, dann meint man meist die Nennspannungen. Abschließend wollen wir noch auf Einflussgrößen auf die Spannungsdehnungskurve auf den Werkstoff Stahl hinweisen. Der Einfluss des Kohlenstoffgehaltes von Stahl in Bezug auf die Kennwerte des Zugversuches wird in folgendem Spannungsdehnungsdiagramm ersichtlich. Hier wird die Streckgrenze RE als auch die Zugfestigkeit RM mit steigendem Kohlenstoffgehalt erhöht. Gleichzeitig wird jedoch die Bruchdehnung A geringer. Während Mangan, Nickel und Silizium die Streckgrenze RE und die Zugfestigkeit RM steigern, verringert die Zugabe von Chrom die Bruchdehnung von Metallen. Für diejenigen, die sich schon mit der Wärmebehandlung von Stählen auskennen, möchten wir hier kurz anmerken, dass der Vergleich zwischen normalisierter, vergüteter und gehärteter Probe desselben Stahls zeigt, dass der gehärtete Stahl eine wesentlich höhere Streckgrenze und Zugfestigkeit aufweist. Allerdings weisen Proben mit zunehmendem Härtegrad eine deutlich geringere Dehnung und Einschnürung auf. Fassen wir den dritten Teil des Videos noch einmal zusammen. In dem bekannten technischen Spannungsdehnungsdiagramm ist die Spannung mit Erreichen des Maximums der Zugfestigkeit RM sinkend zu vernehmen. Durch die Einschnürung an der Zugprobe verringert sich der Querschnitt stetig, bis die Probe schließlich versagt. Betrachtet man nun die Formel, erkennt man, dass mit sinkendem Querschnitt die resultierende Spannung R nicht sinkt, sondern steigt. Demnach würde der Verlauf mit Beginn der Einschnürung steigend verlaufen. Wichtig ist dies jedoch nur bei sehr großen Verformungen, wie in der Umformtechnik. Während sich mit steigendem Kohlenstoffgehalt in Stählen die Streckgrenze und die Zugfestigkeit erhöht, nimmt die Bruchdehnung immer weiter ab. Dies wird mit den in Metallen vorkommenden Bestandteilen begründet. Während Mangan, Nickel und Silizium die Streckgrenze und Zugfestigkeit erhöhen, verringert Chrom die Bruchdehnung des Stahls und macht diesen weniger verformungsfähig. Die Wärmebehandlung von Stählen wirkt sich auch positiv in Hinsicht auf die Streckgrenze und Zugfestigkeit und negativ auf die Bruchdehnung aus. Während ein normalisierter Stahl eine relativ geringe Streckgrenze und Zugfestigkeit aufweist, wird durch Härten eine Erhöhung der Festigkeitswerte erreicht.
Gleichzeitig verringert sich jedoch mit höherem Härtegrad die Bruchdehnung. Es gilt also, je höher die Festigkeit des Stahls, desto geringer ist die Bruchdehnung.